Hallo und recht herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal bei einer weiteren neuen Folge Pass of Titans. Aber diesmal alleine. Wird ja auch mal wieder Zeit, dass ich mal alleine bin. Ich bin ja jetzt aktuell immer mit vielen Leuten unterwegs, was auch mega geil ist. Und mache auch viele Livestreams, wo ich halt auch nicht alleine bin. Und das ist ja auch das Geile daran. Das wollte ich, das feiere ich und ich bin auch so froh, dass so viele Leute an diesen Projekten so viel Interesse haben. Und ich möchte mich an erster Stelle erstmal bedanken für mittlerweile 585 Abonnenten. Sehr stark. Danke an dieser Stelle einmal. Ich kann nicht oft genug Danke sagen. Und ich dachte, bevor ich jetzt irgendwie einfach reingehe, ich möchte mit euch reden. Was wird die Zukunft sein? Ich möchte euch mal kurz die Dinos zeigen, wie der Stand der Dinge ist. Natürlich, wenn ich jetzt hier direkt sehe, Delta, Delta, Delta Rebellion, Delta, Delta. Ja, leider dachte ich immer, dass das der Name ist, der dann für den Spieler angezeigt wird. Dem ist nicht so. Schade. Ich hoffe, man kann irgendwann die Dino-Namen auch ändern. Und ich hoffe, man kann auch irgendwann mal den Alderaan-Namen ändern. Da heiße ich auch Delta Rebellion, wird eher ein Delta 07 heißen. Wusste ich damals nicht. Passiert. Ist egal. Ist halt einfach so. Den klassischen Metri. Mein Gott, das war mein Anfangs-Dino, den kennen wir. Ich habe ihn geliebt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt wieder einen Wandel vollzogen hat. Also, ich habe ihn geliebt. Jetzt ist das ja wirklich eher so ein... Ja, er ist gut für eine Gruppe, aber... Ich finde, der hat das Kriegerische leider verloren. Aussehen kriegerisch. Ach, Fähigkeiten nicht mehr so in meinen Augen. Den T-Rex, das war auch eine Kunst für sich, den auf Ausgewachsen zu bringen. Danke nochmal an alle Unterstützenden, die mit ihren Raptoren die Quests-Dinger zu mir geholt haben. War wirklich genial alles. Dann den Allosaurus haben wir auch schon ausgewachsen mit dem Baker-Skin. Den Latten. Wer meine Livestreams verfolgt, weiß, das ist einer meiner Lieblingsdinos. Er ist jetzt wieder heranwachsend. Wie passiert das wohl? Ja, ich gehe sehr gerne mit ihm in den Krater und ja, will einfach nur abfacken. Aber man stirbt auch leider sehr schnell. Ich liebe den Latten, aber ich muss wirklich sagen, es gab jetzt auch mehrere Bestätigungen im Livestreams und so, weil ich habe sehr stark gemerkt, die Raptoren, besonders der Latten, sind sehr schlicht gemacht. Also, der hat keinen Blutungsschaden mehr, so, ich glaube gar nicht mehr. Er stirbt, wenn man ihn nur ein bisschen berührt. Ja, ich weiß, du meckerst gerade mit mir. Ich liebe dich trotzdem, keine Sorge. Auch wenn man sagt, dass du aussiehst wie eine Rachenentzündung. Danke, Daphne, an der Stelle nochmal. Und sie sagt nämlich, es geht gar nicht. Du bist hübsch, keine Sorge. Er macht nochmal Palaver, Daphne. Nie wieder sagen, sonst kriegst du mit ihm zu tun. Auf jeden Fall heranwachsend, aber den habe ich ständig auf ausgewachsen. Ja, den Kentro, den müsste ich mal weitermachen, habe ich als Jungtier. Den guten Tanky, ich liebe ihn. Ich konnte sogar auch gut mit ihm kämpfen, aber er ist halt langsam. Und ja, aktuell habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, mit ihm rauszugehen. Dann haben wir noch ausgewachsen den Zero, auch geil. Ausgewachsen auch Speedy, also den Alio, auch mega stark. Hier habe ich nämlich auch angefangen schon mit den Namen ab Tanky. Ja, ne? Tanky war, glaube ich, der erste, genau. Ja, ich glaube, der war der erste richtige Name. Und dann natürlich Kroki. Den habe ich noch als Jugendlich ausgewachsen. Hier ist ein Dino in der Nähe. Habe ich den Patschi. Habe ich auch auf ausgewachsen bekommen. Auch den lieben Bloody. Da brauche ich allerdings noch einen Skin. Stimmt, das wollte ich eigentlich auch mal machen. Dann halt Sturzi. Ja. Irgendwann mache ich mal weiter. Ja, den lieben Anton. A.K.A. Dino. Den wollte ich eigentlich hier auch immer in den Folgen, die ihr ja gesehen hattet davor, ja weitermachen. Aber das war ja alles ein bisschen anders. Wer die Folgen nicht gesehen hat und möchte wissen, was so chaotisch war, warum ich in den Tod gerissen worden bin, sehr schmerzhaft durch Malu, schaut gerne die letzten drei Folgen. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Hat mega Spaß gemacht. Danke nochmal an Malu, Atemlos und Lakut für diese geilen drei Aufnahmen. Oder waren es vier? Ich glaube, es waren drei Aufnahmen. Auf jeden Fall sehr stark. Mit ihnen gehe ich gleich rein, weil, wie gesagt, ich bin gestorben. Ich bin, glaube ich, in keiner Wohnhöhle. Ich will den in eine Wohnhöhle parken. Dann den Moskito als Jungtier. Vielleicht mache ich den irgendwann mal. Und im Livestream habe ich dann den Deinonychus als Arrow, Pfeil, angefangen.
bin da auf Jungtier, natürlich noch nicht sehr weit. Und dann noch als Jungtier auch den Roadrunner. Also wie ihr seht, schon einige, aber auch schon einige Ausgewachsene an der Zahl. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Ich würde sagen, ich betrete jetzt mal mit der Ente die Welt. Und parke mich. Ja. Wo parke ich mich, ne? Nicht im Krater. Aber ich parke mich mal unten links, aber ich quest... Warte, auf welcher Seite war ich jetzt? Achso, ich bin auf der Seite. Komm, können wir ja rüber schwimmen. Mit der Ente kann man ja gut schwimmen. Dann queste ich trotzdem jetzt auf hier den Flachlandebene. Vielleicht mein Tod, ich weiß es nicht. Und was wollte ich euch noch erzählen? Erstens, das Feedback gegenüber der Animation war sehr schön. Hab ich mich sehr stark gefreut und natürlich auch meine Verlobte. Ich richte auch nochmal hier an der Stelle lieben Dank aus. Es ist alles noch in der Entwicklung, alles noch in Lernprozessen, Entwicklungsphasen. Wir haben beide gemeinsame Ideen, die wir versuchen umzusetzen. Aber das muss man erstmal auch animieren bzw. zeichnen. Ist nicht so einfach. Ich versuche mit ihr zusammen Ideen zu entwickeln. Und sie ist dann diejenige, die das dann auch zeichnet. Und da habe ich den höchsten Respekt an der Stelle. Ja. Das hört sie ja dann auch, weil sie guckt die Folge auch. Danke. Ist wirklich geil. Macht auch mega Spaß, wenn man zu zweit ein Hobby hat, was man verwirklichen kann. Und dass das dann auch so gewertschätzt wird, ist einfach ein Traum. Bin ich sehr, sehr glücklich. Jetzt versuche ich halt noch ein bisschen zu questen. Ja, weil den wollte ich dann gerne auch wo parken. Weil ich eigentlich, genau, und da komme nämlich, ich möchte jetzt demnächst wieder eine Aufnahme machen. Eine Aufnahmesession. Ah, ihr habt es euch ja auch gewünscht. Und dann will ich ihn weitermachen. Oh, ich sehe gerade, ich habe ja auch fast 4 Balken voll. Also, wir kommen jetzt hier. Welcher Stufe war ich gewesen? Ah, auf Jugendlich wäre ich dann, ne? Okay. Also, fehlt noch ein bisschen was. Und auf... Wo bin ich, Freunde? Ah, guck mal. Die 4 sind online, aber nicht bei mir auf dem Server. Wie lange geht eigentlich mein Server schon? Oh, knapp 2 Stunden, also alles easy. Und ich wollte einfach mal mit euch gequatscht haben, euch ein bisschen updaten, was so alles kommt. Dazu, ich habe das mal in einem Livestream erzählt. Schreibt da einer, warum antwortest du nicht? Ist aber nichts für mich, ne? Nee, alles gut. Ich habe im Livestream erzählt, dass ich gerne auch ein Pass of Titans Turnier machen möchte. Jetzt fragt sich bestimmt ein oder andere, wie soll das denn gehen? Ich kam auf die Idee, dass wir im Krater Kämpfe machen. Welche Dino-Art wir nehmen. Also ich kam schon direkt so auf Raptoren, sei es der Latten. Ich weiß nicht, ob man unterschiedliche Raptoren gegeneinander, das weiß ich jetzt noch so ein bisschen in Erfahrung bringen, rum überlegen. Alles noch in weiter Ferne. Erstmal so ein paar rumgesponnene Dinge. Und dann würde ich auch so eine Art Verlosung machen, wer gegen wen. Aber ich müsste erst mal die Teilnehmer wissen, die Namen. Und ich bräuchte einen Server, aber einen ungemoddeten Server. Also... Hallo? Oh. Oh. Okay. Okay. Ist das eine Falle? Kenne ich euch? Seid ihr cool? Mega. Okay. Mega stark. Die spawnt die. Ja, ganz ehrlich, ich gebe lieber die Trophy ab, anstatt dass ich riskiere. Ich habe schon gehört, mir ist es noch nicht passiert. Obwohl, weiß ich nicht. Glaube ich, mir ist das schon einmal passiert. Nee. Zumindest habe ich schon oft gehört, dass eine Trophy despawnt. Das waren wirklich Randoms. Warte mal. Es sind Randoms. Weil hier ist keiner. Meine, hier, nur damit ihr eins versteht, meine Freundesliste. Ist nicht klein.
Ne, ihr habt es gesehen. Das waren wirklich... Hätten die... Servus. Okay. Ich hoffe, das war keine Falle. War mega. Ich habe mich voll erschrocken und denke so, oh nein. Und als der zweite angesprungen kam, dachte ich, okay, der beißt mich jetzt safe. Aber krass. Okay, jetzt haben die mich rausgeboxt. Wo war ich? Genau. Thema Krater. Ich möchte ein Turnier abwickeln. Das wird irgendwann kommen. Dafür brauche ich aber einen Community-Server. Und ich glaube, im Livestream, da hat irgendjemand geschrieben, dass er jemanden hat. Also, irgendjemand hat einen Community-Server. Müsste ich aber nochmal in Erfahrung bringen, wer das war. Wenn derjenige die Folge hört, bitte mich einmal anschreiben auf Discord. Übrigens, ich sage das viel zu wenig. Ich habe einen Discord-Kanal. Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne joinen. Würde ich mich freuen. Und... Hat noch keiner geantwortet. Aber krass, warum kriege ich denn eine Trophy? Mega stark. Ein richtig schönes Gefühl gerade. Und einfach random. Es gibt noch gute Fleischfresser. Und die geben einer Ente so eine Trophy. Laufe ich eigentlich gerade richtig? Ja, ich laufe richtig. Ich hoffe, dass ich auf den Weg... Ich höre Schritte. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger. Hier sollte mir ja nicht so viel passieren. Das sollte ich ja überleben hier. Ich hoffe, dass das hier keine Falle ist. Einfach rennen. Bitte, ich habe eine hübsche Feder im Mund. Ich will jetzt nicht sterben. Ja, man sollte eigentlich nicht mit der Ente so viel rennen, weil man hat sonst echt ein Problem. Aber die Schritte waren mir zu nah. Ups, ich will einfach nur noch weg. Ach, wie gerne ich jetzt auch die Blumen gequestet hätte. Ah, egal. Egal, egal. Nee, auf jeden Fall habe ich viel vor und... Dann schauen wir einfach mal, genau. Joint gerne meinen Discord-Kanal. Ich habe viele verrückte Leute. Mädels wie Jungs. Ist eine mega geile Truppe. Also ihr seid alle sehr gern gesehen, werdet herzlich empfangen. Nicht mal mehr nur von mir. Also ich habe ja immer das auch getan, aber mittlerweile habe ich so viele Leute, die mich unterstützen. Danke auch nochmal hier an der Stelle. Ich werde nicht paranoid hier. Ein Hartz-IVer da oben. Na schön weg. Das ist keine Ausdauer, aber ich werde mich jetzt hier schön... Was leuchtet denn da so rot? Jetzt ein bisschen... Ist das... Hier komme ich kurz mal hinsetzen. Schön hier im Dunkeln, dass hier nichts passiert. Und zum Thema Zeichnungen, also Animation, wird es in Zukunft auch mehr geben. Alles nach und nach. Brauche alles seine Zeit, aber es wird immer mehr geben. Und auch ich freue mich riesig darauf und ich finde das auch so schön, wie das ankommt. Nämlich sehr gut. Ist das der schneller? Ich glaube, hier wäre schneller. Ich sehe gerade gar nichts. Ihr seht noch viel weniger gerade auf YouTube. Aber mein Gott, POT ist... Nicht so schlimm wie sie all nachts. Ist jetzt gerade nicht nachts, es wird gerade ein bisschen dunkler. Jetzt hoffe ich, dass ich dann jetzt hier auch hochkam. Und wie gesagt, ich freue mich auf die gemeinsamen Projekte mit euch, mit den gemeinsamen Livestreams, da kommt ja noch einiges. Ich hoffe auch, dass POT ordentlich nachlegen wird mit Updates, Dinos und Schieß mich tot, alles Mögliche. Aber natürlich hoffe ich auch, dass nicht nur The Isle und POT, sondern auch noch andere geile Dino-Games kommen werden. Ich liebe Dinos, ich finde sie geil. Bin natürlich froh, dass wir nicht gemeinsam auf der Welt waren, weil wir hätten uns ziemlich zerfetzt. Ich werde richtig paranoid hier. Aber da ist schon meine Wohnhöhle. So stark.
Ich krieg wirklich eine Trophy. 2 freundliche Zeras. Dass ich das mal erleben darf. So werde ich auch die Folge nennen. Irgendwie so. Wohnhöhle betreten. Ah. Dann bin ich in der Wohnhöhle. Die Sache ist die. Ah, nee, komm, scheiß drauf. Ich hab. So. Wollen wir gar nicht riskieren. Nix da. Aber wir kommen. Weißt du was? Wir gehen nochmal raus. Wohnhöhle verlassen. Wer ist hier? Kollege? Okay, aber ich kann sie nicht abgeben. So. Nein, ich kann sie nicht. Was geht hier ab? Ich bin nicht live. Ich kann die gar nicht abgeben. Ich dachte, ich könnte die... Hilfe? Na, was tue ich? Leute. Leute. Kano. Ich hatte schon. Er muss verstehen, ich hatte schon. Ich hatte schon. Schon. Englisch was verschon, Mann. Ach man, die Panik. Ey, ich kann bald besser Französisch als Englisch, das ist nicht gut. Bin ich mit... Ich hab die Idee. Ich hab die Idee. Nee, das geht nicht, ne? Warte mal. Wohnhöhle betreten, ich hab die Idee. Warte mal. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. So, weißt du, ich will mit euch reden und dann habe ich jetzt... Ey, was ist das für eine Folge? Das habe ich ja noch nie erlebt. Wo bin ich? Oh nein. Oh. Ich bin da hinten. Oh, ich habe so gelitten. Fuck. Oh. Wo habe ich denn die anderen? Ach Mann. Jetzt war der so nett. Jetzt hat er eine Trophy. Ich war der, der war ausgewachsen, ne? Es wäre nur Deko gewesen. Es tut mir so leid. Ja. Das ist nicht normal. Ja. Oh, Kiefernzapfen. Achso, warte mal, habe ich gerade Scheiße gebaut, weil ich noch im Wachstum war? Nee, ne? Jetzt habe ich Angst. Warte mal. Ich werde jetzt kurz die Kiefernzapfen hier sammeln und dann gehe ich mal in die Wohnhöhle rein. Wie lange bleibt eine Trophy liegen? Das ist eine gute Frage. Wie lange bleibt eine unbenutzte Trophy liegen? Ich könnte ja riskieren. Ich glaube alle halbe Stunde oder alle 20 Minuten. Alle halbe Stunde kann man, glaube ich, nur eine Trophy zurückbringen. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, ich müsste alle durchtesten. Wen ich da in der Nähe hätte. Auch so nett und dann konnte ich das nicht nutzen.
Aber frag mich nicht, es ist nicht gescriptet, das ist, ihr seht, die sind auf einem ganz anderen Server. Es ist einfach so viel Glück. Also es, ihr seht, falls ihr negativ von dem Game denkt, dass alle euch töten, es gibt noch gute. Tja, das macht sogar mich wieder zu einem, wo ich sage, ich habe mich ja, ich war wirklich mega lieb. Ich habe gedacht, hier tut mir keiner was. Na, wer mich schon länger verfolgt, weiß das. Und selbst ich wurde zu einem Mörder. Weil ich dann dachte, ihr könnt mich alle mal. Aber ja. Es gibt auch noch gute. Das heißt, auch ich werde was Gutes tun. Wenn ich die Chance dazu habe. Aber mit dem verrückten Haufen, mit dem ich immer oft unterwegs bin, ist das schwer, was Gutes zu tun. Oh nö. Ey, ich spring doch da hoch, Mann. Friedlich, ne? Perfekt. Okay. Gibt auch noch gute, ne? Auch noch zwei Mischlinge. Jetzt sag ich wirklich Mischlinge jedes Mal, ne? Das ist jetzt auch so ein Insider geworden mittlerweile, selbst bei mir selbst. Selbst bei mir selbst. Genau. Delta, so ist es. Ja. Moment. Sortieren. Ich wollte zur Wohnhöhle. Seetank. Nee, fühle ich jetzt gar nicht. Wir gehen jetzt zur Wohnhöhle. Und ich eigentlich gar keinen Bock habe, diesen weiten Weg da hoch. Ich hasse es immer, zur Wohnhöhle zu gehen. Manche Wohnhöhlen weiß ich ja auch schon auswendig, wie man da hinkommt. Bei manchen, ja, müssen wir mal schauen. Aber mit den Raptor sollte es eigentlich easy zu machen sein. Ach, guck mal, wir können auch wieder Quest abholen. Dann habe ich schon mal ein bisschen was getan für den Livestream. Da irgendwie. Ja. Sehr schön. Keine Ahnung, was ich gerade gesehen habe, aber ich habe gerade gedacht, ich könnte da gar nicht. Wie geht das? Warte mal, jetzt will ich mal kurz einen anderen. Ne? So ein. Zack. Gibt's hier kein anderer Weg? Aber wir können doch hier die Wand hochrennen, oder? An der Latten, ja. Wir latten eigentlich oftmals hin. Lass mich nicht hängen. Ich rede immer so gut von dir. Latten. Latten. Hier bringt gar nicht so viel. So, warte mal. Sind wir auch hier. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo es peinlich wird. Mit dem Latten habe ich keine Angst, runterzufallen. Kann ich so viel Huis machen, wie ich will. Da passiert nichts. Oh, warte, 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 warte. Ah, komm. Dieses kleine bisschen hier. Okay. Jetzt kommt langsam der Moment, wo es peinlich wird. Delta. Konzentrier dich. Sehr schön. Wohnhöhle, I'm coming. Ich hätte auch den längeren Weg nehmen können, ne? Ach, hier sind auch schon viele Tode passiert. Perfekto. Jetzt habe ich richtig schlechtes Gewissen wegen der besagten Trophy. Aber, ganz ehrlich, auslocken. Ich will wissen, ob die Wohnhöhle noch da ist. Ob. Ey, das wäre so krank geil. Ich geh jetzt raus. Bitte, 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 bitte. Oh, ein Hartz-IVer. Oh.
mega schlechtes Gewissen. Na, no, ich hoffe, das hat jemand genommen. Ich hoffe, es ist auch nicht die spawned. Bitte. Die Lackier, ne? Ich höre doch hier wieder jemanden. Bullisch. Ich könnte mir hier nichts vormachen. Ne? Aber nochmal, um zurückzukommen auf das besagte Turnier, das wird irgendwann in Bearbeitung sein, also in Abwicklung, aber dazu erstmal kann ich gerne die Person nochmal melden, weil ich komme gerade nicht drauf, wer das war. Ich wollte da auch nochmal auf dem Discord nachfragen, wer derjenige war, der einen eigenen Server hat. Wie gesagt, ich möchte einen ungemoddeten Server haben, also jetzt hier keine Hardcore-Crazy-Scheiße, sondern einfach nur, wo man so ein Turnier abwickeln könnte. Wie genau wir das machen, schauen wir einfach mal. Ja, das ist zwar nett, dass du mich einlädst, aber ich hoffe, du schaust die Folge. Ich gehe in die Wohnhöhle. Ist eine kürzere Folge, aber ihr habt gesehen. Es tut mir so leid. Es gibt noch gute Dinos hier. Und mit diesen Worten würde ich mich verabschieden. Hoffe auch, dass euch die Folge gefallen hat. War jetzt nichts Spektakuläres, eher was Cooles, ne? Informativ und mit zwei, ja, coolen Begegnungen. Aber leider hatte ich schon, Mann, so doof, Haus. Jetzt schreiben ja alle. Hi. Jetzt klickt er sich hi. Ich gehe jetzt off. Eine Aufnahme. Na? Euch viel Spaß. Ne? Man muss den Leuten ja auch noch Spaß wünschen. Oh Mann, jetzt habe ich schlechtes Gewissen. Aber wir haben schon 26 Minuten. Ja, ich muss gehen. So schmerzlich. Aber ist es halt auch schwer, wenn man schon mittlerweile so viele Leute kennt. Wenn die dann sehen, ich bin online, natürlich kommen sie dann auch. Und an der Stelle, danke. Danke, dass ihr so viel Spaß daran habt. Und ich werde demnächst wieder mehrere Aufnahmen machen, auch mit den verrückten Leuten. Und hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall auch mit Animationen. Das wird definitiv auch wieder stattfinden. Und wünsche euch viel Spaß damit, auch auf dem Kanal. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Delta07. Ciao.